Also, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen angespielt Video. Ja, normalerweise spielt man natürlich etwas neuere Spiele an, die gerade erst erschienen sind und so weiter. Ich habe mich dafür entschieden, ein eher älteres Spiel anzuspielen. Ich habe diesen Teil noch nie gespielt. Ich bin auch überglücklich, dass ich konnte heute erst von der Post abholen. Shadow Hearts ist ein... Wobei, darauf geht gleich hin. Also dieses Projekt, was ich hier gerade vorhabe, ist, ich werde einige Spiele aufnehmen, die ich mir vorstellen kann, in Zukunft zu Let's Playen, weil davon abgesehen, dass ich zum Beispiel ja Fire Emblem noch als Reihe fortsetzen möchte, Paper Mario als Reihe fortsetzen möchte, aber halt auch ein paar andere Spiele da einbringen möchte. Die zwei sind schon halt, also dieses und ein weiteres sind halt schon eine ganze Ecke älter. Zwei andere sind nicht ganz so alt, sind auch auf der aktuellen Konsolengeneration. Das andere ist sehr viel älter und ist kein Rollenspiel. Die anderen sind alles Rollenspiele. Drei sind auf der aktuellen Generation. Das eine ist auf der letzten, zwei sind auf der letzten Generation und eins ist ein älteres PC-Spiel. Genau. Ich will sie hier alle anspielen. Ich will einfach so mal, was weiß ich, eine Stunde, vielleicht anderthalb reinschauen. Und einfach mal testen, wie es ist. Und ich würde mich freuen über Kommentare, ob sich das eignet für ein Let's Play, ob ihr findet, dass ich das gut gemacht habe. Ich werde vielleicht am Ende auch so eine kleine Wertung einbringen, wie bei einem Let's Test, was ich jetzt so von der ersten Zeit halte, die ich das gespielt habe. Gut. Und ich sollte nicht irgendwelche lauten Geräusche nebenbei machen. Also, ich würde sagen, ich beginne mit dem Spiel einfach mal und gehe dann weiter drauf ein, was mich zu diesem Titel motiviert hat. It's already past 2300, and it's still a long way to Fengtian. Major Tsuji, what is this about? Why the special train in the middle of the night to escort this girl to Japan? She looks pretty ordinary to me. Hell if I know. There's no telling what the big shots in Tokyo are thinking. Next time I see you know who, I'll ask her, okay? Going on!
Roger Bacon. I'm honored that you remember me so well. You can't escape. Come along quietly, sister. Ah, a new actor in our play. Also gut, Leute, das ist doch mal einen spannungsvollen Einstieg. Also ich war gerade selbst überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so actionreich losgeht. Also, wie gesagt, es ist ein, wie man ja gesehen hat, Rollenspiel von 2011, von Midway damals herausgegeben. Der neueste Teil war von Ghostlight. Ghostlight sind ja generell für Japan-RPGs in Japan zuständig. Ich kenne... Mir wurde damals von einem Klassenkameraden, nein, nicht Klassenkameraden, aus der Parallelklasse, der zweite Teil von dem Spiel empfohlen, weil er den hatte. Generell die Reihe wurde mir empfohlen, weil er es extrem gut empfand. Und ich habe den zweiten Teil leider nicht geschafft, weil mich damals ein anderes Spiel abgelenkt hat. Aber sehr, sehr hart gesuchtet. Also ich glaube, 30 Stunden waren da innerhalb von zwei, drei Wochen weg während der Schulzeit. Gut, und der erste Teil wurde aber behauptet, sei noch besser. Und deswegen freue ich mich jetzt, ihn zu spielen. Wie gesagt, ich will ihn euch ein bisschen vorstellen. Und ich hätte jetzt gerade selber echt nicht damit gerechnet, wie das hier gleich losgeht. Also, unser Gegenspieler ist schon eine harte Sau. Und ich muss ganz kurz erwähnen, ich bin ja großer Synchronfan. Und ab und zu erkenne ich Sprecher oder zumindest die Rollen, die sie gesprochen haben. Und unser guter Freund James gerade... hat die Stimme von Igor aus der Persona-Reihe. Das ist meiner Meinung nach einer der geilsten englischen Spielesprecher, die es gibt. Der hat eine so atmosphärische Art zu reden, aber ich kenne ihn halt größtenteils als diesen Igor, diesen ist so ein verschrobener kleiner Mann mit einer riesigen Nase und ich bin einfach schon froh, diese Stimme zu hören. Gut, wir befinden uns hier in einem Zug, das ist ja jetzt nicht sehr spektakulär. Oh! Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir uns jetzt hier kämpfen stellen müssen. Genau. Umwandlung in ein Fusionsmonster. Ich frage mich, was diese Zwischenzeichen bedeuten. Das ist jetzt nicht ganz so schön. Objekt verteidigen. Genau. Also, es ist zwar ein klassisches rundenbasiertes Rollenspiel, aber es gibt einen Unterschied. Und das nennt sich den Urteilsring. Ne, es gibt zwei Unterschiede, muss ich gerade feststellen. Aber ich glaube, den zweiten Unterschied gibt es im zweiten nicht mehr. Also, der Urteilsring. Oder... Judgment Ring. Ich müsste jetzt selber noch mal kurz nachgucken, wie der heißt, aber dazu liegt die Hülle jetzt leider zu weit weg. Wird sicherlich auch gesagt. Es läuft ein Zeiger diesen Ring entlang und darauf sind Trefferflächen. Und nur wenn wir diese Flächen auch treffen, kann der Charakter treffen. Dann gibt es auch nur noch eine perfekte Stelle, wo wir noch mehr Schaden machen. Das ist halt das Besondere an diesem Spiel. Du bestimmst quasi selber, wie gut du triffst. Zweiter Punkt, das hatte ich extra nachgelesen. ZP. Sozusagen Zustandspunkte, wie ist der geistige Zustand des Charakters? Ein Kampf gegen freakige Monster kann ihn natürlich durchdrehen lassen. Und wenn diese Liste leer ist, dreht der Charakter auch durch und greift wild alles an. Finde ich das ein interessanter Zug, vor allem auch sehr menschlich. Man hat gesehen, das Spiel spielt in unserer Welt, aber diese Monster sind natürlich nicht aus unserer Welt, das sind Dämonen aus der Hölle. Gut, ich werde jetzt einfach mal beginnen. Genau. Oh, natürlich mache ich gleich zu Anfang einen Fehler, obwohl ich eigentlich relativ gut darin bin. Finde ich jetzt schon peinlich. Und ich finde schon unsere Bezeichnung zu geil. Rüder Held. Also man muss ja mal sagen, unser Charaktermodell sieht verdammt gut aus, aber... Oh, schön. Oh, die deutsche Übersetzung ist ja mal wieder der absolute Knaller. Ist das übel. Sie haben
4 Erfahrungspunkte, keine Objekte und 40 Bargeld. Summe Bargeld. Also wir haben keine Währung. Wir haben nur Bargeld. Finde ich super. Also besser als wenn man jetzt irgendeine aus der Welt genommen hätte, weil es halt über die ganze Welt verteilt spielt. Sie haben Terablatt. Sie haben Manablatt. Ach, gefunden! Ich habe mich gerade gewundert. Ich dachte, das ist ein Dialog. Ein Monolog. Start. Wie komme ich denn... Ah! Blöd ist natürlich, hier ist die Steuerung ein wenig anders als bei den meisten Standard-Rollenspielen, die ja auch von Square Enix kamen zu der Zeit. Das heißt, da war ja dann meistens Dreieck das Menü. Objekte. Genau, verwenden. Wir haben Terablatt für GP, also Gesundheitspunkte, Mana-Punkte, 3 ZP, also diese Zustands- oder Vernunftspunkte, nenne ich es jetzt einfach mal grob. Stellt bei Bewusstlosen 30%. Ja, man startet gleich mit Wiederbelebungs-Items, finde ich sehr nett. Heilvergiftung und ein Zelt. Das kennt man auch aus Final Fantasy. Ah, Dreieck ist hier zurück. Das ist natürlich erstmal etwas verwirrend. Todeskaiser. Hinweis, niederer, dunkler Geist, Symbol der Abscheu. Mhm. Ah, stimmt. Wir können ja... Genau, das wird wahrscheinlich bald gezeigt werden. Ausrüstung, was haben wir denn? Ich werde jetzt einfach mal so quasi grob so alles zeigen. Lederhandschuhe und ein Baumwollhemd. Größte Stärke. Ah, genau, man kann automatisch die Ausrüstung machen, die gesamt den besten Wert sozusagen erzielt. Alle Ausrüstung im Bestand anzeigen, okay. Friedhof können wir noch nicht angucken. Wertgegenstände, Schlüsselobjekte, den Talisman, gravierter Stein, zeigt aktuellen Bösartigkeitslevel an. Ah, genau. Also unser Hauptcharakter nimmt quasi die, so wie ich es verstanden habe, ich habe mir mal die Anleitung angeguckt, die Energie der Wesen um ihn herum an. Also dass er wird böser, je mehr Monster er besiegt. Beziehungsweise halt seine Seele wird verdorben dadurch. Allerdings kann man das ein bisschen natürlich auch verhindern und so weiter. Ah, genau. Rüderheld. Ich finde das Bild schon mal sehr schön. Ich finde das Charaktermodell völlig okay, wenn man bedenkt, dass es von 2001 ist. Ah, so läuft er, so rennt er, so steht er. Hm. Oh. Tja, da hat anscheinend noch jemand ganz schön gewütet. Da oben. Ah, ist das der nette Herr? Ja, Bacon. Du bist wirklich ein aufdringlicher kleiner Ratte. Ich wollte bloß mal kurz selber in den Ton reinhören. Denn ich habe jetzt leider hier ein kleines Problem. Ich kann selber nicht die Musik beurteilen im Moment, da ich mich sonst die ganze Zeit selber hören würde. Und das wird mir ein bisschen selbst auf den Sack gehen. Bin ich mal ganz ehrlich. Gut. Oh, Fehlschuss klingt ja noch toller. Ah, er ist sehr minimalistisch gehalten, das müssen wir jetzt mal dazu sagen. Ich hab's anscheinend nicht beim... Das ist dieser Vorführeffekt, kennt ihr den? Dass ihr, wenn ihr etwas zeigen wollt, dann bei Grundding versagt. Normalerweise bin ich verdammt gut im Treffen bei diesem Kreis, aber ich bin jetzt wahrscheinlich... Also, oder war ich verdammt gut beim Treffen in diesem Kreis, auch beim dritten Teil, den ich vor kurzem angespielt habe, war es genauso, aber... Heute will ich nicht so ganz. Bitte beurteilt meine Meinung nicht an Themen, wie ich hier gerade... meine spielerischen Qualitäten in diesem Spiel nicht daran, wie ich mich hier gerade abmühen muss, um da richtig zu treffen. Oh. Oh, mal ein Kampf, den man verlieren muss, wie ich vermute. Oh, ich liebe sowas.
freut man sich immer total. Du bist stärker als ich dachte. Jetzt ist dein Ende. Du Bestie. Willkommen. Hab ich vergessen? Tut mir leid. Was in aller Welt? What? Und da sehen wir auch nochmal den Titel des Spiels. Wie gesagt, das heißt Shadow Hearts. Und es umfasst drei Teile. Seitdem ist keiner mehr herausgekommen, was ich persönlich sehr schade finde. Es ist ein wunderschönes Spiel. Wie gesagt, durch das mit diesem Urteilsring und den, ein paar von den Fähigkeiten, zum Beispiel dem, was der Hauptcharakter kann mit dieser Fusion, was man noch sehen wird, hat es einfach was, was ich so noch nicht gesehen habe. Die Stimmung im ersten und zweiten Teil. Also im zweiten Teil ist relativ düster, im ersten scheint es noch düsterer zu sein. Man hat es mir auch gesagt, also ich habe auch gehört, dass es verdammt bedrückend und teilweise richtig bösartig werden soll. Was ich persönlich nicht schlecht finde, der dritte sieht ein bisschen harmloser aus. Du hast auch einen viel freundlicheren Hauptcharakter. Könnte daran liegen. Gut, also Weltkarte. Drücken Sie Viereck, um das Menü in der Weltkarte einzublenden. Ah. Speichern finde ich erstmal ist immer eine ganz, ganz famose Sache. Spielstand. Achso, das ist einfach bloß eine Information über den Spielstand. Bibliothek, Optionen. Dann nehme ich mal an, unter Daten können wir speichern. Ha, genau. Neue Datei erstellen. Ja. Und man kriegt auch gleich angezeigt, wie lange es dauert. Das finde ich schon mal äußerst praktisch. Gut, das ist auf meiner neuen Memory Card, auf der eigentlich nur JRPGs und Yakuza sind. Express. Nee, Ebenen. Genau, man kam aus Changchun über den Transsibirischen Express und ist jetzt in den Ebenen. Shanghai, also man scheint in. Ach, wo ist denn das? Welche Ecke? Das ist Asien, Huabei, scheint China zu sein oder Thailand. Bin mir nicht genau sicher gerade. Nach Ebenen, das ist ein bisschen ungünstig formuliert vielleicht. Hey da, kommst du wieder zu dir, hm? Falls du den Zug suchst, der ist längst abgefahren. Hä? Ganz schön aufregend, wie? Kribbelt das jetzt? Genau hier. Nein, bleib mir vom Leib. Wegbleiben? Ich habe ja gar nichts gemacht. Bleib, wo du bist, bitte. Ich kann nicht. Nein, ich kann nichts tun. Ich. Hä? Wohin willst du denn? Ich sag doch, dahin ist. Sie sagt doch, dahin ist es nicht sicher. Ach, hör doch auf. Hey, Kleine, lauf doch nicht einfach weg. Finsternis, Licht und Finsternis treffen aufeinander. Sie
Du, Find, rund zu leben. Ah! Das tut weh! Ich wieder diese verdammte Stimme. Blöde Stimmen. Okay, ich weiß, ich muss sie beschützen, nicht? Gut, ich habe extra eben nochmal reingehört. Während dieser normalen Szenen hört man niemand, also ist keine Synchro, es ist nur in den filmischen, in den Cinematics ist eine Synchro vorhanden, was ich jetzt nicht schlimm finde. Oh. Tja, da müssen wir der Kleinen wohl helfen. Ich finde die Umgebung gerade sehr interessant, die sieht sehr gemalt aus. Es ist ein krasser Stil. Also es sieht aus wie ein Gemälde, auf dem du dich bewegst. Hey, was machst du? Wach auf! Bist du angegriffen worden? Oder was? Ich sag doch, ist es gefährlich, oder? Jetzt bin ich wohl der, dem es ganz kribbelig wird. Vielleicht sollte ich was tun. Hallo? Ob sie was dagegen hat, wenn ich... Was hast du vor, Junge? Ich darf den Namen ja noch nicht spoilern. Hey Mädel, lieg nicht da wie ein toter Fisch. Steh auf! Unglaublich freundlich, der junge Herr, wie wir merken. Es ist ein interessanter Hauptcharakter. Ich reiß mir den Arsch auf, dich zu retten. Und du guckst mich nicht nur an und rennst weg. Du guckst mich nur an und rennst weg. Und dann in Ohnmacht fallen? Das ist keine Manieren, weißt du? Da war ganz plötzlich ein Monster. Ja. Hier gibt's massig hungrige Wölfe und blutsaugende Fledermäuse. Vielleicht ziehst du sie an, du riechst nämlich gut, weißt du? Oh, Entschuldigung. Der macht mich gerade fertig. Ich habe ihn nicht mehr in Erinnerung gehabt und wenn garantiert nicht so. Renn jedenfalls nicht einfach so weg, okay? Denn wenn ich nicht tue, was die Stimme sagt, platzt mir der Kopf. Hä? Brauchst gar nicht hä zu sagen. Jemand oder etwas ist ziemlich erpicht darauf, dass ich dich beschütze. Beschützen? Mich? Genau, immer nur. Beschütze den da und geh in diese Stadt. Blöde Stimme springt mir immer in den Kopf und sie sagt, ich soll dich beschützen. Ist wenigstens nie langweilig. Wo immer sie mich hinschillt, gibt's endlos viele Monster. Darum also warst du im Zug. Jo. Aber dank dieser Stimme werde ich von einfachen Bad Boy zu einem richtigen Psycho-Freak. Und du? Bist du auch Psycho? Siehst du komische Sachen? Kann sein. Du bist ein bisschen anders als ich, aber egal. Wir können nicht den ganzen Tag nur quatschen. Erstmal brauchen wir einen Platz zum Ausruhen und Hunger kriege ich jetzt auch. Oh, hätte ich beinahe vergessen. Ich heiße... Genau, das ist Juri. Juri... Und den Nachnamen habe ich leider vergessen. Schade. Juri, nenn mich Juri. Und wer vermutet, ja, es klingt russisch. Juri, ich bin... Alice. Blondes Mädchen namens Alice. Es ist ein Klischee, aber es hat sich bewährt. Ich werde die Namen hier nicht verändern, ich will sie bei den originalen Namen belassen, da sie auch in der Charakterbeschreibung und so weiter so zu finden sind. Aber aufgrund mangelnder Synchro hat man es natürlich so gemacht, unseren Hauptgegner können wir natürlich nicht benennen. Das wäre auch etwas strange. Alice Elliot, für dich einfach Alice. Alice, was? Was für ein niedlicher Name. Er passt zu dir.
Ich glaube, sie ist peinlich berührt. Und ihn enttäuscht das. Okay, hab's kapiert. Ich fass dich ja nicht an. So, los geht's. Genau, das ist also Yuri. Was ich über Yuri sagen kann. Er ist halb Russe, halb Japaner, wie man hier auch sicherlich bald erfahren wird. Aber ich finde, er ist ein ziemlicher Anti-Char eigentlich. Erstmal, wenn man so bedenkt, er sonst ist er so ein großer Held, aber hier er redet davon, Psycho-Freak zu sein und eine Stimme, die ihm sagt, dass er Leuten helfen, dass es von sich aus nie tun würde. Ist auf jeden Fall interessant. Ist auf jeden Fall einer der angenehmsten Hauptcharaktere, die ich mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, weil er auch ab und halt auch ab und zu einen coolen Spruch auf Lager hat. Und das gefällt mir persönlich besser zu dieser klassische Held. Sackgasse. Wenn wir etwas mit diesem Schleusentor tun, können wir vielleicht den Fluss überqueren. Natürlich. Ja, dachte ich auch gerade. Wir wirken nicht so überzeugend, habe ich das Gefühl, auf die junge Dame. Also suchen wir mal ein bisschen. Ein bisschen was? Oh, wir sind eins. Ah, dort oben ist eine Truhe. Mal gucken, ob wir dort rankommen. Ich finde den Grafikstil ja interessant, aber er zeigt uns nicht wirklich... Geh nicht, dieses verdammte Ding, dieses Tor wird sich nie bewegen. Oh, Kämpfe kommen trotzdem. Das ist schön zu wissen. Ah, Wölfe. Ich dachte eigentlich gerade, das sind Leoparden. Gut, gut und schön. So, und ich hoffe jetzt mal, weiße Magie. Nein, Heilung, Objekt. Wir haben hier leider keinen, der uns zeigt, wie man die Werte des Gegners sieht. Oh. Man sieht, jeder hat sein eigenes Muster und dadurch eine ganz eigene Art, wie man auf sie eingeht. Und jeder greift auf seine sehr eigene Art und Weise an. Halt zum Beispiel mit einem Buch oder einem Klemmbrett. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was es darstellen will. Und wir sehen schon, Alice ist ein ziemlich verängstigtes Mädchen, deswegen gerät sie natürlich schneller in Panik. Was ja verständlich ist, ich meine, man wird aus einem Zug entführt. Von einem Freak, der eine unsichtbare Kreatur mit sich führt. Und wird gerettet von einem Typen, der sich selbst als Psycho-Freak bezeichnet und die ganze Zeit irgendeinen Scheiß labert. Gar nicht gut. Das hier ist ebenfalls eine Niete. So, wie kommt man da oben hin? Ich will nochmal zurück und gucken, ob man da irgendwo rankommt. Denn, naja, Schätze sind toll. Nee, da kommt man anscheinend... Ja, noch mehr Wölfe, das war ja klar. Boah, solange ich treffe, reicht mir ehrlich gesagt aus. Ich will hier ja jetzt nicht auch als Pro spielen, sozusagen. Schön, cool, gut. Ich glaube, dieser Begriff steigert sich dann immer weiter. Also normalerweise halt der... Dritte Teil ist komplett auf Englisch wieder. Ich glaube, der zweite ist auch auf Deutsch. Beim dritten haben sie sich ja nicht mehr die Mühe gemacht, es zu lokalisieren. Also komplett da... Nun ja, die Verkaufszahlen wahrscheinlich ziemlich gering waren. Die Auflagenzahl auch nicht die höchste. Level erhöhen. Ah. Ja, Level up. Level erhöhen. Das meinte ich gerade mit deutscher Übersetzung. Da kommt keiner rüber. Ich zumindest nicht, wenn man nicht schwimmen kann. Und ich bin ja nun mal so ein mächtiger Held, deswegen kann ich natürlich nicht schwimmen. Ist doch ganz logisch. Gut, schade, da kommen wir nicht lang. Habe ich wohl ein wenig Weg umsonst gezeigt. Und ein paar Kämpfe gegen die gleichen Monster nochmal zusätzlich. Ich werde aber nicht fliehen, da es vermutlich länger dauert. Oh, aber wir haben hier zumindest eine neue Gegnerart. Vampirfledermaus. Die auch
weiterhin für Yuri kein Problem darstellen dürften. Also ich würde mich zumindest arg wundern. Ich weiß nicht mehr, wie es im zweiten Teil war, aber dort haben wir, glaube ich, am Anfang nur eine Trefferfläche und müssen uns die anderen erarbeiten, sozusagen. Man kann auch da, glaube ich, bis, je nachdem, wie man spielt, bis zu 8, glaube ich, draus machen. Also mit diesen Ringen sind schon viele Modifikationen einher zu gehen. Also man kann das selber bestimmen und so weiter, was ich persönlich halt extrem interessant finde. Dadurch muss man halt auch immer ein bisschen anders reagieren und jede Figur halt auch ein bisschen anders spielen, ein bisschen anders drauf achten. Lange Kämpfe sind hier also auch nicht zu empfehlen, vor allem nicht für unsere gute Alice, für die schon ein mittelmäßig langer Kampf zum Problem werden könnte. Heilung. Wie man hier sieht, man hat hier nur diesen einen Bereich. Und sie soll sich mal selber heilen, da sie nicht gut aussieht. Also, nein, sie ist eine Hübsche, so meinte ich das jetzt nicht. Nicht, dass man mich falsch versteht, sondern man hat ja gerade gesehen, dass sie ziemlich eins auf den Sack bekommen hat. Gut, der nächste Kampf, ich hoffe, es sind nicht, ja, es sind nur zwei Gegner, das ist persönlich etwas, finde ich persönlich etwas angenehmer. Yuri kann halt nicht zaubern, aber dafür schlägt er sich umso besser. Beziehungsweise er kann in dieser Form nicht zaubern. Ich überlege gerade, ob ich einfach mal spaßenshalber seine Fusion zeigen soll, aber ich weiß nicht, ich will sie irgendwie nicht gegen Wölfe zeigen, das ist so lächerlich. Obwohl, man kann es einfach machen. Todeskaiser! Wow! Ist das hässlich! Also, mal ganz ehrlich, das ist nicht schön. Gleich mit lebendiger Finsternis an. Ein Körperchen. So ein Aufheben und wieder menschlich werden. Griff. Angriffsstärke des Ziels. 500. Kleine Anzahl der MP des Ziels weg. Hm. Na, wenn wir schon was zeigen, kann man ja natürlich auch Fluchattacke. Moment. Erhöht Spezialangriffsstärke des Ziels um 500. Achso, nee, dann finsterer Bote. Da hat man etwas gesehen. Bei Angriffszaubern muss man erst einen Bereich treffen, um das zu aktivieren, und danach legt man sozusagen die Stärke fest. Und der arme Wolf ist gerade, ich will jetzt nicht verreckt sagen, aber das sah ganz danach aus. Gut, beide haben ein Level-Up erhalten. Ich frage mich, ob jetzt ein kleines Gespräch darauf kommt, dass er sich verwandelt hat. Das würde mich jetzt eigentlich interessieren. Nee. Dann wird es sozusagen storymäßig wahrscheinlich noch ein Event geben, in dem er sich verwandelt, sie sich halb zu Tode erschreckt. Wäre jetzt zumindest denkbar. Ich bin mal echt gespannt. So. Was haben wir denn hier? Auf jeden Fall etwas, das ich nicht gleich auswähle. Dieses Schleusentor. Sieht aus, als könnte es gehen, wenn ich einen Griff hätte. Mhm. Leider sind es hier Zufallskämpfe und Zufallskämpfe. Man kennt dieses Problem aus vielerlei Spielen. Können einem ungeheuer auf die Nerven gehen. Vor allem, wenn man sie nicht verhindern kann. Ich lobe mir da in dem Falle ausnahmsweise, sagen wir mal, Pokémon mit den Schützen. Aber die hat man ja am Anfang auch nicht. Los, schlag die Fledermaus nieder. Also selbst Alice ist stark genug, eine Fledermaus zu besiegen. Das ist schon mal eine Info, die man gut nutzen kann. Für die Wölfe reicht es noch nicht aus. Das war knapp. Ich mag dieses Angriffsmuster. Ich weiß gar nicht mehr, hat er nicht eine andere Waffe gehabt? Nee, der war, glaube ich, auch Faustkämpfer. Generell Faustkämpfer finde ich als Klasse sozusagen ganz interessant, weil sie natürlich schnell und beweglich sind. Ich mag auch Tifa aus Final Fantasy VII zum Beispiel. Ah, nimmt er den jetzt? Ja, das Tor an sich ist Mist, aber vielleicht geht's mit dem Griff. Also los, versuchen wir es. Schubring. Drücke den Knopf und führe den Zeiger auf die betreffende Stelle. Wenn du den Knopf loslässt, springt der Zeiger zurück auf die Ausgangsposition. Versuche den Zeiger die Stelle zu bringen, ehe der Zähler 0 erreicht. Oh. Ich Depp. Ein verbocktes Ding.
Jetzt habe ich es kapiert. Gut, ich versuch's nochmal. Ich darf nicht zu schnell, nicht zu langsam. Bitte, bitte. Oh. Na, endlich. Ja, das dachte ich auch gerade. Ich nehme an, dass wir jetzt weitermachen können. Sie haben Schleusentor erhalten. Ah, Griff für das Schleusentor, nehme ich an, sollte es heißen. Aber man arbeitet ja gerne mit Abkürzungen, vor allem in deutschen Übersetzungen. Okay, perfekt. Bisschen rostig, aber macht aber gar nichts. Können wir mit leben. Gut, und wie es aussieht, haben wir jetzt hier den Fluss lahmgelegt. Ah. Ich glaube, es dauert etwas, bis das Wasser abläuft. Hä? Warum ruhen wir uns nicht da drüben aus? Okay. Ah, sie ist natürlich gerade so das absolute Anti-Beispiel zu unserem Hauptcharakter. Also so das, was absolut nicht ihm entspricht. Ich mache jetzt keine weiteren Schlafgeräusche, das klingt lächerlich. Sie schläft. Was soll das denn? Die hat Nerven. Ach, scheiß drauf, ich werd einfach. Okay, das kann jetzt sehr merkwürdig, ich gebe es selber zu. Vater. Was? Redest du im Schlaf? Erschreck mich doch nicht so. Junge, warum muss ich dieses verdammte Mädel beschützen? Jetzt schnarcht sie wieder, okay. Mich erinnert ja sein Gesicht ein bisschen an Twain aus Black Cat, wer das gelesen hat. Wunderschöner Manga. Der Anime ist nicht so mein Fall. Oh, bitte sag nicht, dass sie von ihrem Papi träumt. Oh, ich werd auch schon ganz schläfrig. Was so das Leuchten ist. Ist mir. Wow! Fuchsgesicht. Hey, endlich trifft man sich. Vater? Was machst du denn hier? Ich bin auf Besuch, Junge. Die Seelen der von dir erschlagenen Monster sind einsam, weißt du? Seelen der Monster? Niedliches Gesicht. Und doch muss ich Ehre bezeigen. Der Kraft dieser Frau verdanke ich, dass ich hier bin. Ihre Kraft? Was? Hast du nicht gemerkt, dass diese Welt von den Geistern von dir erschlagener Monster überläuft? Das Tor ewiger Finsternis, bisher verschlossen. Verstehst du? Durch diese Frau wird es geöffnet. Die Geister aus den dunklen Tiefen deines Herzens, sie rufen zu mir, Junge. Und sie verlangen, dass ich deine Seele vertilge. Creepy Guy. Bleib weg! Bleib weg! Wow. Ich hätte jetzt nicht mit dem Kampf gerechnet, wenn ich mal ganz ehrlich bin. So, ich hoffe, wir sind wieder voll geheilt. Er hat schon mal meinen Kampf verdrängt. Er hat ihn gerade Vater genannt. Er macht jetzt echt seinen... Oh. Das ist nicht schön. Aber natürlich sind wir nicht geheilt. Wie sollte es auch anders sein? Da wollte man vorher was zeigen und dann sowas, ja. Und... Der letzte ging trotzdem daneben. Also nur weil man trifft, heißt es noch lange nicht, dass es letzten Endes auch zu einem Treffer im Kampf führt. Aber wenn man nicht trifft, ist es eindeutig, dass es daneben geht. Bäm! Der Ex-Kick ins Gesicht, den fand ich schon ziemlich cool. Was wird das denn jetzt?
Wow. Au. Ist ja fast daneben. Ja, man kann auch High-Items versemmeln. Das möchte ich mal dazu sagen. Aber man kann natürlich auch ihre Wirkung erhöhen. Und das kann er auch. Och nee, oder? Nicht schön. Gar nicht schön. Wow. Ich hoffe, wir mussten den Kampf verlieren. Wenn nicht, wäre das jetzt arg peinlich. Und dann hätten wir richtig, richtig Pech. Ah, okay. Macht Sinn. Was ist los? Hä? Wo bin ich? Genau wie ich es immer geträumt habe. Hä? Wo ist er? Hä? Ist er also nicht mitgekommen, wie? Verdammt, ich glaub's ja nicht. Also echt, das ist ein ziemlich lahme Gaukelei, wenn es denn eine ist. Ich hoffe, es folgt gleich eine Erklärung dazu, weil ich kenne sie schon und ich will sie jetzt nicht vorspielen. Ja, stimmt, genau. Der Friedhof, von dem ich geträumt habe. Oh Mann, ich will gar nicht mehr daran denken. So, jetzt komm. Jetzt kommt, wie ich mich verirre und dann in kalten Schweiß gebadet aufwache. Weil mich ein Monster auffrisst. Nein, nein, nein! Nichts als Ärger, seit dieses blöde Stimme da ist. Vielleicht habe ich sie nicht mehr alle. Kann ja sein. Erst springt Vater aus meinem Albtraum und jetzt steht er direkt vor mir. Und jetzt bin ich in dem Traum. Ich rette das Mädel und krieg nicht mal ein Lächeln. Mann, die werden doch sonst immer so sentimental. Oh, Herr Yuri. Vielen, vielen Dank. War das denn nicht so? Ach Mann, das zieht mich voll runter. Ich finde ihn spitze, ganz ehrlich. Jautsch, die Grabdinger sind gruselig, fast als wären sie lebendig. Wäre es nicht zum Piepen, wenn alle Monster, die mich erledigt habe, da rauskriechen würden, hä? Das hier leuchtet. Siegel der Erde. Was? Wow. Ja, immerhin sind unsere KP voll. Tigerion. Oh, interessant. Und 3 Treffer voll ins Gesicht. Ich werde jetzt mal sehen, wie das hier jetzt ausgeht mit diesem Kampf, denn dann könnte ich vielleicht was dazu erzählen. Ansonsten widmen wir uns jetzt erstmal unserem sehr animalischen Gegner, würde ich jetzt mal behaupten, der sich anscheinend heilen kann. Aber wie gesagt, ich werde bei meinen Erklärungen, die ich habe, denn mich größtenteils auf den zweiten Teil beziehen, weil ich den halt gespielt habe, auch wenn es schon ein paar Jährchen her ist. Ich glaube, als ich nach Leipzig gezogen bin, oder kurz vorher. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also, so 4, 5 Jährchen können es ja sein. Oder 3. Sagen wir 3. 3 ist das Minimum her. Ein Schild? Ich hätte jetzt nicht so direkt mit einem Schild gerechnet, im Sinne von physischem Schild zum Hinhalten. Oh. Ja, das macht Sinn. Habe Fusionsseele, die Seele von Tigerion. Ah, ja, das ist cool. Er wusste doch, dass ich dich treff. Ging nur nicht ganz nach Plan, wie? Hä? Was zum... Ich fühle mich plötzlich furchtbar. Ein wilder Impuls steigt in dir auf. Du besitzt nun die Seele des Tigerion.
Ein neuer Geist zur Vereinigung? Ist das meine Kraft? Ausrüstung der Seele. Wenn du eine erhaltene Seele nicht... Wenn Sie eine erhaltene Seele nicht einfügen, können Sie keine Fusion durchführen. Fügen Sie die erhaltene Seele im Menü einem passenden Platz ein. Vergessen Sie nicht. Das Siegel der Erde ist hier eingemeißelt. Ah, falsche Taste. Objekt, Spezialfähigkeit. Wo macht man das dann? Objekt, Friedhof, Wertgegenstände, Formation, Status. Schatzkissen öffnen, Kampf. Befehl, spezielle Fähigkeiten, weiße Magie. Nein. Wie kann man Menü nicht speichern? Wie kann ich den Namen ändern? Ausrüsten? Ändern? Seele. Okay. Nicht ausgerüstet. Tigerion. Ah, man kann hier nur bestimmte Anzahl festlegen. Finde ich auch schon mal interessant. Ich werde Tigerion mit ausrüsten. Der ist, gehört zum Element der Erde. Genau. Also, Yuri kann man als eine Art Gestaltwandler ansehen. Er hat verschiedene Seelen der Monster, die er getötet hat, in sich. Und an diesem Friedhof kann man gegen sie kämpfen, sie stärken und sie dann halt sich sozusagen zu eigen machen. Hier ist es jetzt anscheinend sehr speziell und man hat wie gesagt nur drei. Wahrscheinlich kriegt man noch zusätzliche Plätze. Werde ich ja sicherlich im Laufe der Zeit sehen. Aber das mit dem Tiger finde ich jetzt erstmal nicht schlecht, muss ich ja wirklich mal sagen. Das gefällt mir schon ziemlich gut. Und Erde ist sowieso ein Knaller. Im zweiten Teil waren Erde und Feuer so ziemlich die besten. Diese Tür. Ah, verstehe. Du warst es also, der die ganze Zeit die Fäden in der Hand hatte. Wie? Schwertmaske. Es freut uns, dich zu sehen, Junge. Der verruchte Harmonixer, der uns zur Hölle schickte. Harmonixer ist die offizielle Bezeichnung für diesen Gestaltwandler. Nicht zu danken, aber um ehrlich zu sein, ich habe euch überhaupt nicht vermisst. Stabmaske. Ho, 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 dein kümmerliches Getue verbirgt deine Furcht nicht. Lach nur, ich reiß die doofe Maske in Stücke. Goldmaske. Rational kannst du diesen Ort nicht begreifen, sehr wohl aber emotional. Ja, diese Welt spiegelt die dunkle Seite deines eigenen Geistes wider, an der du selbst schuld bist. Ich habe so eine Vermutung, für was diese vier Gesichter stehen. Grazmaske. Je mehr unserer durch die Welt streifenden Brüder du vernichtest, desto mehr wirst du von giftiger Bösartigkeit erfüllt, die aus ihren bitteren Rachegelüsten rührt. Ist das Limit überschritten, so wird er in der Welt der Lebenden wiedergeboren. Er, dessen bloße Vorstellung dich in Angst und Schrecken versetzt. Das klingt ja nicht gut. Ah, ich habe das Gefühl, ich weiß, wer gemeint ist. Jetzt reicht's. Halt dein stinkendes Maskenmaul. Genug. Denkst du, ich habe Angst, dass ich nicht lache? Ich jage Monster seit 10 Jahren. Ich muss ein oder zwei dieser Typen mit dem kleinen Finger fertig. Versteht ihr? Ihr körperlosen Missgeburten. Hahaha, reg dich nicht so auf. Du hast deinen Vater so sehr geliebt, dass du nun rumirrst und ihn suchst. Halt dich da raus, hörst du? Hör zu. Ich bin nur auf Rache für meine Eltern aus. Es geht dich gar nichts an. Seltsame Worte aus dem Munde von einem, der noch immer hofft, dass sein Vater lebt. Irgendwo. Du, jetzt kommt mir aber echt die Galle hoch. Noch ein Wort, ich schlag eure Fratzen zu Brei. Hahaha, langsam, Sonny Boy. Keine Bange, wir haben den richtigen Gegner für dich. Und Bösartigkeit abzubauen, musst du kämpfen. Gut,
Das können wir natürlich tun. Bin ich mal stark dafür. Wir haben natürlich immer noch ziemlich wenig MP und böse 4 tritt uns entgegen. Dann werden wir böse 4 doch mal verhauen. Ah, es ist ein blubbernder. Es sind zwei blubbernde Totenschädel. Und ich hätte jetzt Wasserfähigkeiten erwartet. Wow. Das war verdammt hell. Also wenn man jetzt eigentlich mal bedenkt, dass ja die alte Konsolengeneration jetzt nicht die farbstärkste war, aber das war eben verflucht bunt und verflucht kräftig. Ja, Feuerball, ich hab's kapiert. Ich soll brennen in der Hölle. Dafür, was ich euch angetan habe. Das ist ein weiterer interessanter Fakt in diesem Spiel. Also man kämpft quasi innerlich gegen das Dunkel, gegen sich selbst. Also auch so ein bisschen. Man kann es vielleicht als Anspielung auf irgendwas sehen. Ich lass das aber mal, weil das geht zu sehr in die philosophische Richtung. Das muss ja jetzt nicht sein. Objekte halten Terablatt. Kein Geld, keine Erfahrung. Na komm, bietet mir was. Wer kommt jetzt? Ihr da? Haha, gut gemacht. Dein Sieg hat die Rachegelüste unserer Brüder erstickt. Und die Wirkung dieses verfluchten Talismans hat wohl ebenfalls nachgelassen. Deines. Haha, werd nicht zu früh frech. Diese Reinigung ist nur vorübergehend. Was soll das heißen? Hohoho, wenn du in deine Welt zurückkehrst und unsere Brüder tötest, erhöht sich nur die Bösartigkeit. Dann kommst du hierher, um sie zu verringern, egal wie viele du tötest. Diese Hölle besteht weiter. Haha, und wenn seine Zeit gekommen ist, dann wird er auferstehen. Er, den du mehr fürchtest als den Tod. Willst du immer davonrennen? Hohoho, wie viele einfache. War es, wenn du dich einfach im Tod zu uns gesellen würdest? Wer es? Genug, halt's Maul. Hinweg mit dir, Kleiner. Zurück zur Welt der Lebenden. Ah, es sind diese Masken. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wo ich rauskomme. Hier? Auf! Hä? Diese Stimme. Juri, mach doch die Augen auf. Mein Kopf! Wach auf, bitte, wach auf! Juri, mach doch die Augen auf! Wow, es ist verdammt finster! So, er ist also zurück. Alles in Ordnung mit dir? Du hast schlecht geträumt und von Masken gemurmelt und Bösartigkeit. Geht dich nichts an. Mir tut's jetzt echt der Kopf weh. Das ist alles. Wie lange war ich weg? Nur ein paar Minuten, seit ich dich gefunden habe. Du scheinst große Schmerzen zu haben. Erschienst. Keine Sorge, ich hatte schon als Kind Albträume. Das war immer so. Komm, lass uns gehen. Gut. Und ich nehme einfach mal an, dies hier ist ein Speicherpunkt. Daten speichern, ganz genau. Dann würde ich sagen, beende ich das Video an der Stelle hier. Man hat kurz ein bisschen was zu der Story-Einführung gesehen. Man hat das Kampfsystem kennengelernt. Man hat zumindest so kurz ein bisschen was über seinen Hauptcharakter erfahren und die Besonderheiten, die ihn ausmachen. Ich habe die Fähigkeiten gezeigt, die das Ganze ausmachen. Es werden noch andere Figuren dazukommen.
vermute ich jetzt einfach mal, die alle so ein bisschen Eigenstil haben. Also sie ist Weißmagierin, also es ist eine direkte Jobverteilung sozusagen. Der Gestaltwandler, weil der halt sozusagen den Beschwörer ersetzt, die Heilerin. Ich nehme an, die Elementarmagier wird dazukommen und vielleicht noch so ein richtiger Berserker. Und ich glaube, es werden wahrscheinlich so 4 bis 6 Figuren, es werden wahrscheinlich so 4, 6, 8 Figuren maximal werden. Ich glaube, 4 kann man gleichzeitig im Kampf haben. Genau, also mir persönlich gefällt das Spiel sehr gut. Ich würde jetzt eigentlich am liebsten gleich weiterspielen, muss ich mal ganz ehrlich dazu sagen. Werde ich vielleicht sogar mir einfach so einen zweiten Speicherstand anlegen und das Ganze dann halt nicht komplett blind spielen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr sagt mir dann auch, wie es euch gefallen hat. Wie gesagt, es würde mich dann freuen, wenn ich Kommentare dazu kriege. Am Wochenende wird wahrscheinlich der zweite Teil in dieser Kategorie folgen. Ich werde so spontan entscheiden, welches der Spiele ich nehme, die ich dazu auserkoren habe. Könnte man behaupten. Ganz genau. Ich mache an dieser Stelle jetzt Schluss. Und wir sehen uns beim nächsten Mal oder in unseren anderen Videos. Oder ihr seht euch Videos von Cliff an. Die sind auch beliebter als meine. Und er macht seine Sache auch wirklich gut. Und ich danke ihm nochmal ganz herzlich dafür, dass er mich überhaupt auf die Idee mit diesem Kanal und mit diesem Thema gebracht hat. Das musste jetzt einfach nochmal gesagt werden. Also, macht's gut!